Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu Champions Return to Arms. Wuhu! Ja, wir sind hier in der Ebene der Furcht. Wie wir hierher gekommen sind, könnt ihr in der letzten Folge gucken, nicht in der nächsten. Hier haben wir unsere neue Tusse, unsere Herrin. Da muss man noch aktivieren. Nennen wir es mal unsere Dealerin, Verkäuferin. Ja, ja. Die erzählt uns jetzt wieder was Tolles. Ihr könnt es nachlesen, sein, natürlich. Ja. Gratuliert, dass wir kicken durch. Sache verschrieben habt. So. Also sie weiß schon, wie man Echsen und Frauen betört. Frauen vor allem. Wir gehen mal kurz in den Laden. Genau, mach das. Ich habe jetzt automatisch schon so ein bisschen weitergeklickselt. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Ja, weil wir alles kennen. Klar, ihr kennt es nicht, aber es würde einfach gerade aufnahmetechnisch alles nicht passen, weil wir eben alles, wie heißt es, erstmal reinkommen müssen in den Aufnahmeroutine. Mit einer HD Game Capture Karte ist es eben schwierig aufzunehmen. Wir haben sehr lange gebraucht. Oh ja. Und ja, ansonsten. Ich will Geld, ich will den Bogen. Der Bogen ist geil. Ich will ihn haben. Oh. Fast so schön wie Schuhe. Ich hasse Schuhe, aber Bullen sind geil. Schuhe shoppen gehen. Ja, hier 29er Schuhe für nur 5689 Gold. Leck mich fett. Juhu. Da müssen wir jetzt rein. Das planare Portal. So. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, jetzt gehen wir nämlich in eine neue Ebene. Genau. Das ist die Ebene der Neuerung. Da müssen wir dann hin. Und hier waren wir davor. Ich lese mal kurz, was da steht. Dieses Ödland durchzieht ein Labyrinth aus Pfaden, die durch Abfallberge entstanden sind. Die Urberge hier versuchen beständig, sich selbst zu verbessern. Jeder, der diese Ebene betritt, soll Vorsicht walten lassen, da diese aasfressenden mechanischen Lebewesen nur sich selbst dienen. Ich habe da gerade Apfelberge gelesen. Voll gut. Also wir kriegen es mit mechanischen Wesen zu tun. Davon seht ihr gerade eins hier auf dem Schirm. Ich mag die Viecher nicht, weil die sind nahezu pfeilimmun. Mhm. Versuch halt mal einen riesigen Stahlgolem mit einem Pfeil zu pieksen. Alles klar. Oh ja. Naja, die kriegen wir schon weich gekocht. Und da sehen wir auch die Apfelberge. Genau. Kriegst du nicht auch schon voll Hunger auf Äpfel? Nee, auf Abfall. Tu dir keinen Zwang an. Ich schieb mir nachher eine Pizza. Hey, ich auch. Ich will die Kiste. Hey, die kann man nicht. Da, besser. Die da. Ja, mach du das. Die kann man nicht kaputt. Oh, man kann nicht alle kaputt machen. Nein. Das ist voll doof. Sollen wir mal festspeichern? Ja, ja. Das ist eine gute Idee. Immer festspeichern. Also das Spiel hat auch so die Angewohnheit, wenn man mal 8-9 Stunden ohne Unterbrechung durchspielt, dass es sich einfach mal aufhängt. Und wenn man dann halt nicht festgespeichert hat, dann flucht man da schon gut. Da ist einer, der macht direkt boom, boom, boom. Ach, da gibt's ja auch die explodieren. Ja, habe ich auch gerade gedacht. So, das klappt ja schon mal gut. Das ist, glaube ich, meine Truhe. Ja, nimm du's. So, was hast du bekommen? Ich habe keine Ahnung, ich guck nachher noch. Wupp. So, wupp. Oh. So, okay. Ich brauche definitiv eine gescheite Waffe. Lass mal hier gucken, haben wir alles? Ja, haben wir alles. Ich habe meinen Stab. Ich brauche irgendein, von mir aus ein Messer. Aber irgendeins ist mehr, ist nur 2-3 Schaden macht. Ich glaube, der Feuerschaden, der triggert mich richtig. Was heißt der explodiert. Au! Der hat mir Aua gemacht. Jetzt, wo geht's hier lang? Was ist Triggern? Also zieht nicht. Also, das ist so bei Zeitschaden oder halt, wie auch immer. Okay. Ja, ich zock viel andere Spiele, da benutzt man halt zum Beispiel. Lol. Ich kann kein normales Deutsch. Ich lock sie hier in die Sackgasse. Oh. Ich kann bald meinen Void beschwören. Kennst du den noch? Ja. So, einer da und da explodiert. Krieg immer die mit den Explosionen ab. Ist hier noch eine Kiste? Ja, da hinten ist eine Truhe. Ja, da meine. Ja, chill dein Leben. So, aufmachen.
Da kam nichts rausgehüpft. Aber es war Gold drin, das heißt, der explodiert nicht. So, gut. Dann gehen wir jetzt zu dem Tüpsel, mit dem wir reden müssen. Ja. Ich häng fest, ich häng fest. Ja, ja, in den Apfelbergen. So, da ist er, unser Kollege. Der gute Gwyn. Bla, bla, bla. Weiter. Faulenzt. Ende. Ja, wir faulenzen hier so viel. Ich geb dir gleich faulenzen. Und wie ich dir das geben werde. Portal so, ist aktiv. Oh, so. Ach genau, hier sind noch die anderen Viecher jetzt. Dann. Die schießen. Ja, die kommen gerade von da hinten. Oh, Alter! Fickt euch. Ich mag keinen Schaden. Ah. Locken. Bam. Bam. Oh, oh. Oh oh. Bam, bam, bam. Okay, der ist tot. Ah, ne, der explodiert nicht. So. Wuhu. Okay. Wo ich schau mal ganz kurz nach, ob ich mittlerweile irgendwas Schönes gefunden haben könnte. Du sammelst eh mal alles ein. Helm, Schild, alles Bullshit. Halleluja. Eine bessere Waffe für Elias. Wuhu. Eine mit Stärkebonus und Crit-Chance. Crit-Chance. Oh yeah. Sie brennt jetzt nicht mehr so schön, aber egal. Wir gehen mal da lang. Ja. Wir müssen dann so einen Fahrstuhl benutzen, ja. Ja, wir müssen dann durch die Minen durch. Elegant unter den Apfelbergen durch. 41, das ist doch wesentlich besser als 13. So. Ah, der explodiert wieder. Ich krieg immer diesen Mongo. Explodiert. Ich hasse es. Alter. Ja, jetzt laufen wir mal hier lang. Da ist wieder einer. So. Alter, wie sie immer explodieren. Meinen immer explodieren zu müssen. Ja, komm hier oben. Da ist die Gesellschaft der Karte da unten links da. So, dieses kleine Halbkreisle. Da ist auch nochmal eine Truhe. Ah, da. Ja, deine Truhe. Ja. Ja, das glaube ich, warum ich da lang will. Mensch, ich renne für deine Truhe irgendwie in die Wege. Ja. Wie ich den nächsten wieder haben kann. So. Hey, jetzt geht's voll schnell. Bombe! Oh, wer hatte jetzt die erste Bombe? Ja. Wer hatte jetzt die erste Bombe? Oh, der Elias hatte die erste Bombe da unten, oder? Ja, aber ich bin nicht gestorben, hast du das gesehen? Ah, ich brenne. Im Öl laufe ich rum und brenne. Mhm. Oh, nee. Da. Fast. Kaputt. Das sind 8 Gold. Du hast gerade mehr Gold als ich. Ich muss das Gold mitnehmen. Ah, das ist doch gut. Gesterben. Ich meine das wörtlich, gesterben. Hopp, warten wir auf den nächsten Boss. Nee. Das ist jetzt auch das letzte Gefühl. Ah, was? Alles klar. Was vergift ist? Du mal seelenruhig die Stahlgolems. Warum nicht? Hallo. Okay, Spiel gespeichert und jetzt geht's dann hier in die Mine, oder? Wow, nein, wow, fuck it. Woo. Vom Schaden. So. Ich hab wieder keinen Haltränger mehr. Was gibt's da oben? Hier sind noch ein Haufen Fässer. Ja, und Mobs. So. Ich brauch Heiltränke. Nee, ich hab keine. Doch, ich hab keine. So. Wow. Ah, da. Alles meins. So. Und da lang, ja. Ja, ich glaube auch. Meine Kuh. Oh! Ja, aber ich bin. So, wow. Ich komm hier mal durch. Nicht rein, mal chill auf. So, der ist kaputt. Oh, das sind auch keine Minen, der da drin. Kann man nichts anderes? Ah, doch hier. Okay, nice. So. Da oben geht der Party ab. Alter. Ah! Ich kann denen keinen Schaden machen. Hast du gerade einen 135 Grip gemacht? Ich glaube, es war nur 110. Geh doch hier mal aufsammeln, ich kann nichts mehr tragen. Ja, ich trage also bereits zu viel bei mir. Ja, dann müssen wir gleich verkaufen. Ja. So. Okay. Hier liegen noch ein paar Sachen, die ich nicht aufsammeln kann.
Oh. Eine Hose. Ich kann keine Hosen mehr tragen. Komm davon, du Ninja Luta. Okay, warte. So was hab ich. Oha. Oh, oh, guck dir mal das Schöne. Oha. Ach, das ist doch. Komm, Ausdauer. Ja, Ausdauer. Hier, guck dir mal dieses schöne Hagebeil an. Ich hab einen Bogen. Morgenstern. Uleg. 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 Ich will den Bogen. Ich will ihn haben. Aha. Ich will ihn hart. Oha. Ich will das hart. Poliertes Leichtschwert und Schild. Ja, hopp. Abwerfen. Hab ich doch schon. Achso, hast du schon. Oder? Schild brauche ich aber nicht. Hab's dir abgeworfen? Nee, du hast es angelegt. Nein, den Bogen habe ich dir abgeworfen. Achso, du, dir ist schon klar, dass du die ganze Zeit deinen Stupfenwaffen hochskillst. Und dass es dir gar nichts bringt, wenn du jetzt eine Klingenwaffe... Es ist aber 52. Oh. Ich hab sie zweimal. Nice. Okay, das hier ist eine Bullenstatuette, die bringt 5 Ausdauerbonus. Muss man die wo drauf machen? Nee, die muss ich nur im Inventar tragen. Ich habe sie zweimal, das heißt, ich krieg plus 10 Ausdauer. Oha. Das ist sauber. So. Alles klar. Ich trage nur ich zu kann viel ihn bei nicht mir. Tragen. Ich ja, werf irgendwas an. Willst du eine Bullenstatuette? Ja, will ich. Jetzt kannst du bestimmt tragen. Wenn wir nicht. Ja, ihr habt doch. Da oben gesehen, dass es Gewicht gibt. Da oben. Ja, hier eine. Und wenn die voll ist, dann können wir nichts mehr tragen. Logisch, ne? Also das finde ich auch realistisch in dem Spiel. Ja, ich würde jetzt aber sagen, dass wir uns jetzt zurückporten. Oder? Und verkaufen. Für dich jetzt. Jo. Damit du wieder Platz im Inventar hast zum Ninja-Looten. Und vor allem, damit ich mehr Geld habe wie du. Hey. So. So. Ich grüße euch. Das bist du. Laden betreten. Verkaufen. Und weg und weg und weg. Und das braucht alles kein Mensch. So. Explosionstränke. Soll ich die wohl drauf machen? Ich rüste das jetzt wohl aus. Ich würde aber, wenn dann auf eine. Fuck, ich habe gerade Handschuhe verkauft. Warte, ich mach das auf eine Rüstung drauf. Ja, irgendwas. Hier, 44, ja. Den werde ich noch etwas länger haben. Mhm. So. Oh Gott. Hä, ja, das hab ich. Kann ich mir alles nicht leisten. Andererseits, ich hab grad Gritrate bei mir drauf, also. Fuh, it. Es gibt hier schönes Feuerresistenz, Lebensregeneration, Sünde, alles. Müll. Jo, wunderbar. Also für die, die aufgepasst haben, man kann auch auf Start gehen und dann Portalrolle verwenden klicken. Aber es geht auch mit so einer Ninja-mäßigen Abkürzung. Da muss man Select dafür mitdrücken. Und wenn man die Abkürzung halt nicht richtig hinkriegt, dann landet man ständig im Winter. Das ging mir auch. Oh, ich mach exploded. Wow, ich mach 73 Schaden. Bringt's ja wohl was. Es bringt ja wohl was und du sagst, es bringt nichts. Ja, weil ich's hab. Hey, so nicht, Patina. So nicht. So, lass mal erstmal hier lang gehen. Okay. Wow! Ey, dass die immer so rumstressen. Wow! Meine Ruhe. Meine. Meine. Ja, ja. Meins. Eine Rüstung. Moins. So, aber wir sind schon ziemlich gut ausgerüstet. Muss ich sagen. Boah, 66, 71. Boah, ein 126er Kit. Ja, 138. So, ein Jockel. Halter! Wir sie alle putt machen. So. Okay, da ist dann da die Mine. Ja, hier geht's dann runter, glaube ich. Ja, da. Ja, geht's runter. So. Erstmal hier noch alles looten. Wow. Okay, Mana dran. One hit. Was ist das? Ah, irgendein Helm. Zerstört du die Kisten da? Ist hier irgendwo eine Truhe? Ich glaube nicht. Warte. Ich dreh mal die Kamera. So, ah, da hinten ist ein Mob. So, wow. Einer. Und
Okay. So, eine Truhe für mich. Ja. Ja, auch deine Rüstung. So, sogar haben. So. Die nutze die jetzt mal nicht weg. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir noch ganz kurz an, was wir im Inventar haben. Dann gehen wir in der nächsten Folge runter. Alles klar. So, ich habe einen Helm mit 17, das hier ist 26. Ja. Ich habe eine 17er Rüstung und die bringt mir gar nichts. 44 Schuhe mit Giftresistenz. Yay, yeah, gegen Roboter. Ja. 16 Ring, aber 2 Stärke Bonus. So. So. Was für Hosen? Eine 18er Hosen, das kommt's noch. So, und einen Stab. Oh, das nehme ich, natürlich. Das ist sehr gut. Der ist umwerfend. Okay, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, einen Daumen nach oben und Kommentar da lassen. Wer die anderen Folgen noch nicht gesehen hat, der schaut sich's an. Und letzte Folge war ein Bosskampf. Wer den noch nicht gesehen hat, guckt da rein. Und ja, Elias, sagt jetzt auch Tschüss. Tschüss. Tschüss.